Hallo, herzlich willkommen zu Blickpunkt Liborius. Heute einmal von einem ganz besonderen Ort. Wir stehen hier nämlich an der Kirchturmuhr der St. Liborius-Kirche in Bremervörde und können das im Moment noch, weil durch das Baugerüst der Aufstieg hierhin möglich ist. Wir sanieren zurzeit das Turmdach und ein großer Teil ist schon fertig, aber noch nicht ganz. Und so haben wir jetzt die einmalige Gelegenheit, hier vom Turm der Liboriuskirche aus diesen Beitrag zu schicken. Und ich stehe ganz bewusst hier an dieser Kirchturmuhr, weil es geht heute um das Thema Zeit. Das ist ja jetzt für uns in dieser Jahreszeit auch ein aktuelles Thema, denn wir merken, die Tage werden kürzer, die Zeitumstellung ist erfolgt und die Zeit läuft so ein wenig davon. Einmal, weil die Tage so kurz sind, man muss einfach alles in einer schnelleren Zeit auch erledigt haben, bis es dunkel ist. Aber auch, weil so langsam sich ja auch schon wieder das Weihnachtsfest ankündigt. Und auch da läuft uns allmählich schon so ein bisschen wieder die Zeit davon. Also Thema Zeit. Nun kann man viel über das Thema Zeit sagen. Mich interessiert eigentlich heute die Art und Weise, wie wir mit der Zeit umgehen. Und ich glaube, das ist für uns alle auch das Entscheidende jetzt in diesen Tagen und Wochen vor Weihnachten, wo bald der Advent beginnt und die Zeit wieder so unglaublich knapp ist. Wie gehen wir mit der Zeit um? Die alten Griechen hatten für die Zeit zwei Gottheiten, den Chronos und den Kairos. Der Chronos, das war der Gott für die Zeit als die messbare Zeit. Die Tage, die Stunden, die Minuten, die Sekunden, die zählte der Chronos. Man sieht Abbildungen von ihm, wo er da steht, mit einer großen Sanduhr in der Hand, in der man sehen kann, wie die Zeit zerrinnt. Und er schaut auch so ein wenig grimmig nach dem Motto, bedenke, dass du nur wenig Zeit hast. In der anderen Hand hat er sogar meistens noch die Sense, um deutlich zu machen, alle Zeit ist begrenzt, auch die Lebenszeit. Das ist der Chronos, die Zeit als die messbare Zeit. Und daneben gibt es in der griechischen Antike noch den Kairos. Der ist auch für die Zeit zuständig, aber ganz anders. Zeit im Sinne von Gelegenheit, der richtige Moment. Und der Kairos kommt ganz anders daher. Der ist klein, der ist wendig, der hat Flügel auf dem Rücken, Flügel an den Füßen. Manchmal wirkt er so ein bisschen verhuscht. Und er hat eine ganz eigenwillige Frisur. Vorne hat er die Haare ganz lang und hinten sind die Haare ganz kurz geschoren. Ich kann ihn beim Schopfe packen, wenn er kommt. Aber wenn er mal vorüber ist, dann kann ich ihn nicht mehr festhalten. Und so ist es mit dem Kairos, mit dem richtigen Moment. Ich kann ihn ergreifen, wenn er da ist. Aber wenn er vorüber ist, dann ist er vorüber und dann bekomme ich ihn nicht mehr zu fassen. Mir hilft dieses doppelte Gesicht der Zeit. Denn ich sehe jetzt auch in diesen Tagen und Wochen vor Weihnachten, dass die Zeit, die im Kalender steht, schon festgelegt ist. Da sind die Wochenenden hier und da sind die Wochenenden da. Da sind die Weihnachtsmärkte oder die Gottesdienste oder das, was ich mit der Familie plane. Das ist alles schon festgelegt. Und man hat den Eindruck, ja, was bewegt sich daran noch? Aber es gibt immer den Kairos. Es gibt immer den Moment, der sich plötzlich ergibt. Und diesen Moment, den empfehle ich uns allen, den sollten wir beim Schopfe greifen. Den sollten wir festhalten. Und das sind die Momente, die die Weihnachtszeit für uns hier auch so schön machen. Das sind die Momente mit der Familie, mit den Kindern.
die Momente, wo plötzlich ein Mensch glücklich wird, wo ich eine Begegnung habe, die auch mir etwas schenkt. Das sind die Momente des Kairos. Und die sollten wir festhalten. Und das wünsche ich uns allen in diesen Tagen und Wochen, in denen jetzt die Tage kürzer werden. Packt den Kairos beim Schopf, solange er da ist, solange er sich ergibt. Und dann ist auch diese Jahreszeit mit den kürzer werdenden Tagen und mit der geringer werdenden Zeit plötzlich wieder etwas ganz Kostbares. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.